Bei einer Hausdurchsuchung werden 35 Gramm Haschisch und mehrere LSD-Trips gefunden. Vor Gericht fordert Neuss die Legalisierung von Haschisch. Frau Richterin, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass das Haschisch, dass ich mir das erstmal nicht von der Sozialamt gekauft habe, ist klar. Da habe ich mir nur Essen gekauft. Aber das Haschisch hat mir nicht geschadet. Und ich bin vor Gericht eigentlich gekommen, na, durch das Übliche. Man wird verpfiffen, sozusagen. Sind Sie denn ernsthaft der Meinung, Herr Neuss, dass das Haschisch Ihnen nichts geschadet hat? Bin ich ernsthaft der Meinung, dass es für mich eine Art Medizin war, eine Beruhigungsmedizin, ja? Denn ich weiß nicht, man kann mich ja auch nicht gerichtlicherseits zum Rotweintrinken zwingen. Ich gebe allerdings zu, dass ich ein Mensch bin, der ohne was in den Mund zu tun nicht auskommt. Ich muss irgendwas in den Mund oder in den Kopf tun, dann lebe ich auch. Und so tue ich also Haschisch in meinen Mund und in meinen Kopf. Und jetzt ist die Öffentlichkeit der Meinung, ich lebe dadurch schlechter. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin allerdings der Meinung, dass man dadurch kriminell wird. Das bin ich leider nun geworden, ne? Indem ich ja hier sitze. Wie machen Sie das, Frau Scholz, dass Sie so gut aussehen, wo Sie doch wirklich irre eine, die schwerste Arbeit in der Gesellschaft machen? Mein Geheimnis, Herr Neuss, das sage ich Ihnen nicht, wie ich es mache. Ich zum Beispiel, sagt der Drogenbeauftragte des Senats, ich zum Beispiel nehme gar nichts. Stellen Sie sich mal vor, was ich für ein Mensch bin. Kein Bier? Nein. Kein Shit? Nein. Keine Tablette? Nein. Was sind Sie für einer? Sportler und Künstler, sagt der Drogenbeauftragte des Senats. Wie machen Sie das in der Gesellschaft? Wir werden immer mehr Leute. Die Kinder werden immer mehr. Wir sind 4 Milliarden Menschen auf der Erde. Wie beruhigen Sie sich ohne etwas? Ich lebe einfach so, ohne was zu nehmen. Ich bin stolz darauf, sagt der Drogenbeauftragte des Senats zu mir. Herr Neuss, ich möchte Sie hier nicht mehr wiedersehen, sondern nur noch auf der Bühne. Jawohl. Neuss wird zu 8 Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt.